Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack Made Disney Puppenhaus. So sieht's aus. Diesmal mit den Ausgaben 72 und 73. Heute dürfen wir wieder ein bisschen was tun, aber ich verspreche euch, in der nächsten Folge haben wir richtig Arbeit. Manu! Deswegen können wir das heute noch so ein bisschen genießen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber an den Tisch. Wir blättern einmal durch die Hefte und gucken, welche Teile wir bekommen. Und dann legen wir los. Auf geht's. Was ist denn los? Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das weiter verlaufen soll. So, und da liegt die ganze Magie schon vor uns. Ausgabe 72 mitteilen, Ausgabe 73 mitteilen. Die 73 erstmal zur Seite, damit wir in die 72 schauen können. Was hat er denn da? Ja, und da erwartet uns hier ein Blister mit dekorativen Accessoires zu Donald, sein Zimmer. Und hier sind wieder Fenster drin. Und ich hoffe und denke, die sind für unten, für Alice im Wunderland, die Küche, weil da haben wir ja letztes Mal schon ein Fenster eingebaut und da fehlt ja quasi, ja, schon. Seitdem wir eigentlich die zweite Etage angefangen haben, fehlen unten ja noch immer die Fenster. Und so wie das aussieht, dürfen wir die heute endlich einbauen und damit können wir, ja, die erste Etage quasi abschließen. Dann ist in der ersten Etage wirklich alles fertig. Das sieht mir ganz danach aus. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, die restlichen Teile tue ich dann wie gewohnt zur Seite, damit die nicht einstauben. Hier haben wir ein Filmposter und zwar Walt Disneys Sleeping Beauty. Dornröschen, USA und Deutschland 1959. Wobei dieses Poster doch sehr abstrakt ist. Also schon fast unheimlich. Wenn der Film so geworden wäre, wäre Disney ganz sicher nicht so beliebt gewesen. Weiß ich nicht. Ach, 101 Dalmatiner, 1996, Triumph einer revolutionären Technik. Ja, hier steht wahrscheinlich etwas, also nehme ich mal an, so wie das die Überschrift verrät, etwas zur Tricktechnik. Sehr interessant, das Dschungelbuch 1967, Kulissen und Inszenierung. Auch hier nehme ich an, wird sehr viel darüber geschrieben, wie der Film entstanden ist, wo man sich Inspirationen geholt hat. So, hier haben wir Miguel aus dem Film Coco. Die Figur Miguel ist 12 Jahre alt. Dann haben wir die Familie: Urgroßmutter Coco, Großmutter Elena, Großvater Franco oder Franco, Vater Enrique, Mutter Luisa, Cousinen und Cousins: Rosa, Benny, Manny, eure Manny, Abel oder Abel, Tante Rosita und Victoria und Onkel Berto. Charakter: nett, spontan, aufrichtig, sein Traum Musiker werden. Erster Auftritt: Coco, lebendiger als das Leben, in den USA und Deutschland 2017. Der Film ist ganz interessant, weil ja mal was anderes so von der Story her und die Musik ist sehr gelungen. Und hier haben wir wieder Vaiana. Vaiana. Ich bin ein Fan von Vaiana, zum einen wegen der Musik und zum anderen wegen der Musik. Und außerdem gibt es einen tollen Charakter in dem Film. Gut, ist jetzt schon eine Weile her, mir fällt der Name nicht ein, das ist aber blöd. Na, jedenfalls die große Krabbe. Wer den Film schon gesehen hat, die große Krabbe, Tamator, so heißt er. Die Figur Vaiana, Familie: Großmutter Thala, Vater Tui und Mutter Sina. Charakter: sehr unabhängig, mutig und entschlossen. Wohnort: Mutunui. Ah, jetzt haben wir's. Erster Auftritt: Vaiana, das Paradies hat einen Haken, in den USA und Deutschland 2016 ins Kino gekommen. Damit haben wir die 72 abgearbeitet. Kommen wir zu 73. Ihr seht, hier sind wieder sehr viele Teile. Wir haben hier einmal eine Art Bilderrahmen mit entsprechendem Aufdruck, einen Ballon, ein Stück Schnur, das heißt, wir dürfen ein paar Bilder basteln. Wir haben hier ein Stück Decke mit Fußboden für Peter Pans Zimmer, wäre das ja dann schon quasi die Decke für das Badezimmer, für Ariels Badezimmer und der Fußboden für Peter Pans Zimmer. Und die Bilder sind für den Keller, für Winnie Pooh. Ja, das dürfen wir auch schon direkt fertig machen, die zwei Bilder und auch schon in den Keller einbauen. Das ist natürlich schön. Dann kommt schon, damit kommt schon die erste Dekoration in den Keller. Ist das nicht toll? Es geht so langsam los. Ja, und dann dürfen wir den Fußboden zusammenbauen.
mit dem Teil vom letzten Mal verkleben und ja, dann darf das erstmal trocknen. Delightful Entertainment. The Walt Disney Presents Winnie the Pooh and the Honey Tree, also Winnie Pooh und der Honigbaum, in den USA 1966, in Deutschland 1977. Ja, dann steht hier eine ganze Menge Spielzeug und Gegenstände aus Winnie Pooh. Ja, gibt es wohl eine Menge. Bambi, die Ursprünge des Films. Da verdichten sich ja im Moment auch Gerüchte, dass dieser Film auch real verfilmt werden soll, wobei wir ja nun wissen, dass Ariel zumindest in Deutschland ein Flop ist und auch nicht, also zumindest auch, ich glaube auch in Amerika nicht das Einspielergebnis bringt, was es bringen soll. Ja, aber wen wundert's, wenn man einen bestehenden Film nochmal neu auflegt, nur in real? Ich glaube, die Leute haben die Schnauze voll davon. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Nicht doch. Die wollen was Neues sehen, was Frisches. Und vielleicht auch wieder so Richtung Zeichentrick, das wäre schon schön. Die Figur Aurora, Prinzessin Aurora. Die Familie, ihre Eltern, König Stefan und die Königin. Ihre Patinnen, die drei Feen, Flora, Fauna und Sonnenschein. Charakter romantisch und vornehm, besondere Merkmale, blondes Haar, das in der Sonne funkelt und rosarote Lippen. Erster Auftritt, Dornröschen in den USA und Deutschland 1959. Das möchte ich auf jeden Fall kurz vorausschicken. Ich wusste gar nicht, dass Dornröschen Aurora heißt. Naja gut, man lernt ihn immer was dazu. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit den Fenstern an. Wir bereiten die Fenster vor. Und wenn wir die Fenster vorbereitet haben, bereiten wir das und das hier auch noch vor. Und erst zum Schluss, wie wir das in letzter Zeit häufiger machen, holen wir das Haus her und bauen das alles ein. Beziehungsweise erst den Keller separat und dann das Haus. Dann können wir bloß noch die Fenster einbauen, weil das wird ja nur zusammengeklebt und zur Seite gelegt. Das brauchen wir ja jetzt noch nicht. Das wird ja auch noch nicht weiter eingebaut. Das heißt, ja, ich bereite alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So soll es sein. So, alles ist soweit vorbereitet. Ihr seht hier die Fensterteile, die Fensterrahmenteile. Es ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Das heißt, wir legen direkt los. Und dafür nehme ich mir wieder den Revellkleber, also Kunststoffkleber. Ich habe hier übrigens auch schon die Glasfolien von ihren Folien befreit. Die sind ja immer noch mal so geschützt mit so einer Folie drauf. Das habe ich alles schon entfernt. Und die liegen hier auch schon drauf, damit das gleich alles ein bisschen flotter geht. Und dann machen wir es, wie wir das die letzten Male schon gemacht haben. Das muss ich euch auch nicht groß zeigen, aber ich, ja, jetzt haben wir angefangen. Jetzt machen wir es zu Ende. So, einfach hier reinkleben. Das Ganze logischerweise insgesamt mal 4. So, die 4 Fenster haben wir fertig zusammengeklebt. Ich habe es euch jetzt an einem gezeigt. Ich muss euch das ja nicht in jedem Video jedes Mal ausführlich zeigen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Deswegen machen wir direkt weiter. Und zwar geht es jetzt an diese Teile. Jetzt muss ich aber genau aufpassen. Aber das sieht richtig aus. Und zwar kommen einmal für oben und einmal für unten. Dann machen wir hier etwas Kleber, aber nur ganz vorsichtig. Zack. Dann kommt das Teil hier drauf. Wenn wir das haben, dürfen wir eins dieser Fenster hier schon reinschieben. Jetzt müssen wir einmal genau gucken, wie rum. Das ist mir zumindest wichtig, weil man weiß ja am Ende nicht, ob das einen Grund hat. Die Richtung, wie rum das hier reingehört. Und wenn wir das haben, kleben wir oben zu. Gut, das darf jetzt erstmal noch ein Momentchen trocknen. Ja, dieser Schritt wiederholt sich quasi noch einmal, denn wir haben ja noch ein zweites Fenster. Das mache ich jetzt im Stillen für mich und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, so machen wir das. So, das haben wir jetzt auch fertig und ihr seht, ja, jetzt bleibt nicht mehr so viel. Wir haben noch die Rückseiten.
um das quasi nachher in den Rahmen oder in die Aussparung an der Wand reinzukleben. Das Ding ist aber, ja, im nächsten Schritt würde das Ganze jetzt auch schon eingebaut werden. Da ich aber gesagt habe, wir bereiten erstmal alles vor, lege ich das erstmal kurz zur Seite, weil ja, jetzt das Haus herzuholen und wenn wir das fertig haben, muss ich das Haus wieder wegräumen und dann später wieder herholen. Deswegen bauen wir alles, was wir einbauen können, erst am Ende ein. Wir machen erstmal weiter mit Heft 73, denn ja, Heft 72 befasst sich ausnahmslos nur mit den Fenstern und das war's. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter mit den Bilderrahmen. Ja, brauchen wir ein bisschen Sekundenkleber. Ich brauche noch einen Seitenschneider, den hole ich auch gleich noch. So, im ersten Schritt soll ich die Schnur halbieren oder den Faden. Wie auch immer ihr das nennen mal mögt. So, einmal halbieren. Das haben wir. Wir müssen gleich noch das, sehe ich nämlich gerade, ist völlig verrückt. Wir haben mal, vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch dunkel, mal Klebeband bekommen, doppelseitiges. Das brauchen wir jetzt an dieser Stelle. Ich muss nur erstmal gucken, wo ich das eigentlich hingelegt habe, weil wir das ja nun schon ewig nicht benutzt haben. Ich mache das jetzt mal wie folgt. Ich werde genau in etwa die Mitte finden oder suchen. Das Ganze hier einmal schön knicken. Dann tauche ich einfach die beiden Enden in den Sekundenkleber. Und dann brauche ich das Ganze ja hier eigentlich nur noch reinzukleben. Ja, die Frage ist, wie hält man das jetzt? Gehst du da mit den Pfoten bei? Kleben die Pfoten mit dran. Heidewitzka. Das ist mal wieder eine Herausforderung hier. Schön. Ja, klebt der Finger schon mit fest hier. Ja, das werden wir auch gleich erstmal noch ein bisschen antrocknen lassen, bevor wir hier irgendwas weitermachen. Ich werde sicherheitshalber noch mal ein Tröpfchen mehr mitnehmen. Was dann noch fehlt, ist logischerweise auf der anderen Seite das Bild reinzukleben. Aber wenn ich es jetzt umdrehe, dann klebt mir das Ding gleich hier auf der Glasfläche fest. Weil da ja der Sekundenkleber noch dran ist. Deswegen werden wir das nicht tun. So, aber selbiges machen wir hier. So. Ganz hervorragend. Ja, das kann jetzt erstmal so trocknen. Ich kann ja hier die Wandhalterung, die Teile hier schon mal vorbereiten. Die zwei Bilder räume ich auch erstmal noch zur Seite. Weil wir die ja erst später brauchen. Aber einen Seitenschneider schnappe ich mir. Und dann holen wir hier schon mal zwei dieser Knöpfe raus, mit denen wir ja nachher auch die Bilder an der Wand befestigen, wobei das fungiert ja nur als Accessoire. Oh. Die Bilder selber werden ja mit dem Doppelseitigen an die Wand geklebt, was ich übrigens noch suchen muss. So, einen haben wir noch als Reserve, falls doch mal was abhanden kommt. Und dann werde ich mal gucken, dass wir, weil ich habe das kennt man ja von Revell oder von der Modelleisenbahn, schon oft genug gehabt, wenn man irgendwas aus irgendeinem Gießast rausholt, hat man immer diese unschönen, ja, Stellen quasi. Und das mache ich jetzt noch weg. So, das haben wir. Das muss jetzt erstmal für sich trocknen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir mit dem hier weitermachen können, nämlich diese beiden Böden. Jetzt brauche ich dann auch noch gleich den Holzleim noch dazu. Das wird dann hier quasi einfach miteinander verklebt. Simple, einfache Geschichte. Und das Teil, was wir beim letzten Mal in der letzten Folge schon vorbereitet haben, das kommt hier hin. Klare Sache. Gut, dann hole ich mal meinen Holzleim. Ratzfatz, da ist er schon. Deckel auf, heißt Wasser drauf. Jetzt kippen wir davon mal ein bisschen was hier drauf, aber sehr vorsichtig. Das war es eigentlich auch schon. Jetzt muss das natürlich erstmal noch ein bisschen trocknen, damit wir hier aber gleich weitermachen können. Achso, ich mache es auch noch mal ein bisschen trocken. Werde ich das Ganze jetzt erstmal noch mit Zwingen fixieren. Das heißt, ich werde es jetzt mal in die Richtung drehen. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt mache, weil es ist ja... Ah, hier komme ich ja noch gut ran mit der Zwinge. An der anderen Seite wird es halt kritisch.
Hier hätte ich auch gerne noch eine Zwinge, aber dafür reicht die Zwinge nicht, die Größe. Aber, warte, Moment, wenn ich das diagonal mache, dann soll das gehen. Und dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit, wie das hier anzieht, wie der Kleber abbindet, wie der Fachmann sagt, kann man in der Zwischenzeit nämlich das andere Teil da vorne noch festmachen. Oder rankleben, dann trocknet das alles gemeinsam. Siehst du, genau das war mein Ziel. So, jetzt hier noch Kleber drauf. Das war's schon. Da können wir die Flasche Kleber, den Holzwein wieder zumachen. So, jetzt haben wir es doch aber bald. Na, siehst du mal, wie leicht man abstürzen kann. Jetzt werde ich das hier auch umdrehen und werde auch hier sicherheitshalber noch die ein oder andere Zwinge drauf tun. Ich muss ein bisschen Panik, weil das ja hier eine Glasscheibe ist, dass das gleich klirr macht. Wie gesagt, müsst ihr euch nicht verrückt machen. Ja, alles muss jetzt erstmal trocknen, vor allem das hier. Wenn das soweit getrocknet ist, genau, dann muss ich ja hier an den Bilderrahmen noch weitermachen. Das muss auch kurz anziehen. Ich werde eine kleine Pause machen. In der Zeit kann das hier trocknen. In der Zeit werde ich mal das Doppelseitige raussuchen für die Bilder. Und dann werde ich das hier auch schon soweit vorbereiten. Das heißt, hier auf die Rückseite der Bilderrahmen kommt das doppelseitige Klebeband rein. Und auf der anderen Seite dann die bedruckten Bilder, die übrigens dann so aussehen. Und wenn wir uns dann gleich wiedersehen, ist dann das Haus schon hier und dann kann alles eingebaut werden. So machen wir das. So, und weiter geht's. Wir haben den Keller hier, denn da sollen ja die beiden Bilder reingeklebt werden. Und fangen wir doch mit dem ersten. Ich habe übrigens das doppelseitige Klebeband gefunden. Damit ist die Rückseite jetzt beklebt. Und in der Vorderseite ist das Bild drin. Ja, jetzt müssen wir hier von den Klebseln quasi auch das Stück Schutzfolie abziehen. Im richtigen Abstand zur Wand und in der Höhe platzieren. Ja, was ist denn hier der richtige Abstand zur Wand und in der Höhe? Komm gleich rüber, so! Ich würde auch sagen, einfach frei Schnauze, hä? Kriegen wir hin. So, Bild Nummer 1 hängt. Ja, die Haken da noch mit rankleben. Woran die Bilder ja vermeintlich hängen, das ist ja ganz klar. So, dafür habe ich hier noch ein bisschen Sekundenkleber. Ich habe nur ein bisschen Panik, dass mir die Dinger gleich wegschnipsen, bevor sie da überhaupt dran sind, wo sie hin sollen. Wir schauen einfach. Ah, geht besser als ich dachte. Hat zwar so meine Bedenken. Jetzt muss man natürlich noch ein Augenblickchen warten, ehe der Sekundenkleber hier seine Wirkung erzielt. Ein Aktivator hätte ich jetzt haben müssen. Ah, blöd. So, ja, Geduld ist gefragt. Aber es funktioniert. Das ist auch lustig. An der anderen Seite ging es jetzt etwas flotter. Naja, aber es hat funktioniert. Das ist doch sehr erfreulich. Schaut mal. Die erste Einrichtung im Gebäude. Ansonsten haben wir ja, bis auf Zierleisten und so weiter, bis jetzt noch nichts weiter gemacht. Und jetzt hängen die ersten Bilder am Bilderrahmen. Gut, dann hole ich mal das Häuschen her, damit wir die Fenster in der unteren Etage gleich noch einbauen können. Das ist schon auf jeden Fall gigantisch. So, dann kann es ja losgehen mit den nächsten Fenstern. Wir machen das wie beim letzten Mal. Es werden erst hier die Ecken mit Kleber besudelt. Dann hier, also generell, wir haben hier wie so Nasen dran. Und da kommt immer ein bisschen
Kleber drauf. Jetzt muss ich noch mal gucken. Genau, mit dem oberen. Also das Fenster, was schon drin sitzt, kommt nach oben. Dann kommt das untere rein. Und dann quasi der Rahmen. Ich hoffe, das hält so. So, das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Fenster auf dieser Seite. Das könnt ihr jetzt gar nicht so gut sehen. Vielleicht kann ich das Häuschen noch ein Stück drehen. Wartet mal. Das sind Sachen, die wiederholen sich. Und habe ich euch ja eigentlich auch schon so oft gezeigt. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und wenn man es dann schon zwei, dreimal gemacht hat, ist das ja eigentlich auch schon wie eine Art Routine. Ach, endlich sind die Fenster drin. Ach, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das hat ja ewig gedauert, bis jetzt die Fenster reingekommen sind. Schön. Jetzt ist die komplette untere Etage voll mit Fenstern. Traumhaft. Endlich. Dann zieht es nicht mehr so. Türen drin, Fenster drin. Ja gut, es fehlt nur noch die Fassade vorne. Aber ansonsten, ja, haben wir's. So viel können wir wohl schon mal vermutmaßen. Ja, Freunde, das war's. Wir sind schon wieder am Ende und wir haben wieder etwas geschafft, beziehungsweise sind wieder ein kleines Schrittchen weitergekommen. Wir haben die Decke für Ariels Badezimmer vorbereitet. Wir haben endlich die untere Etage geschlossen. Überall sind Fenster drin. Und soweit ich mich erinnern kann, geht es genau in der nächsten Folge damit weiter, nämlich die Fenster und Türen der oberen Etage. Das wird spannend. Dann geht es auch oben endlich voran. Keine bezahlte Werbung. Und so langsam aber sicher schließen wir dann auch die zweite Etage ab und dann geht so langsam ins Dachgeschoss. Das war's also mit Ausgabe 72 und 73. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Macht's gut. Ciao.